Ernte unter Wasser. Sieht so der Ackerbau von morgen aus? Die Zukunft der Ernährung liegt im Ozean. Denn wie wir Pflanzen anbauen und Fleisch produzieren, richtet meist viel Schaden an. Genau wie unser Raubbau am Meer. Neue Ideen sind gefragt. Da gibt es Ressourcen, die wir noch gar nicht als Nahrung wahrgenommen haben. Und die offenbar viele Vorteile besitzen. Sie brauchen zum Wachsen kein Süßwasser und keinen Dünger, nur Sonne und Meerwasser. Unsere Ernährung der Zukunft. Sieht sie so aus? Unterwegs zu einer Farm im Meer. Maren Säter und Frank Neumann arbeiten für eine Industrie, die in Europa noch jung ist. Sie sind angestellt bei einem norwegischen Unternehmen, das Meeresalgen züchtet. Seaweed Solutions. Die Farm liegt in der Nähe von Trondheim. Es ist Anfang Juni, Erntezeit. Wow! Algen wachsen schneller als jede Landpflanze. This is a huge one. Guck mal, wie riesig. Bestimmt 2 Meter lang. 2 meters. Geht es nach den Norwegern, sollen Algen künftig häufiger auf unseren Tellern landen. Nach Schätzungen gibt es rund 400.000 verschiedene Arten. Weltweit werden rund 650 davon als Nahrungsmittel genutzt. Bei uns kommen sie selten auf den Tisch. Höchstens mal mit Sushi. Aber ihre Inhaltsstoffe stecken schon heute in vielen Lebensmitteln. Als Bindemittel in Pudding, Eiscreme oder Joghurt. Als Stabilisator in Margarine und Frischkäse. Das Ernteboot bewegt sich an gewaltigen Leinen entlang. An ihnen wächst der Seetang. Es ist eine präzise geplante Aquakultur. Heute ernten wir Zuckertang. Das ist eine der beiden Sorten, die wir hier anbauen. Man erkennt ihn an seiner glänzend braunen Farbe. Die Wachstumsphase beträgt knapp 6 Monate. Danach kann er 2 Meter lang sein. Er wächst von wenigen Zentimetern Größe auf 2 Meter in weniger als einem halben Jahr. Dafür brauchen Algen weder Dünger noch Pestizide. Zugleich bilden sie ein Biotop auf Zeit. Kinderstube für viele Lebewesen im Meer. Schaut mal, einer der kleinen Fische, die hier leben. Den müssen wir retten. Was Fische an Algen mögen, ist auch für Menschen gesund. Die wertvollen Omega-3-Fettsäuren. Swim! Es ist ein Rohstoff mit Zukunft, glauben die Algenfarmer. Die Biomasse aller Algen in den Ozeanen 9-mal so groß wie die aller Pflanzen an Land. Sie binden riesige Mengen des Treibhausgases CO2 und bilden Sauerstoff. Immer besser erforscht wird nun ihr Wert als Nahrungsmittel. Einige Arten enthalten mehr Eiweiß als Fleisch und mehr Kalzium als Milch. Der Deutsche Frank Neumann ist im Unternehmen für die Anbautechnik zuständig. Er glaubt, wir unterschätzen, was in Algen steckt. Das ist definitiv eines der Nahrungsmittel der Zukunft und ein wichtiges, was in Europa zurzeit komplett ignoriert wurde, im Prinzip. Und wir haben riesiges Potenzial. Es wäre also eigentlich dumm, das Meer nicht als Anbaufläche zu benutzen. Es wird also sehr sicher früher oder später ein ernsthafter Bestandteil unserer Nahrung sein. Ja. Frank Neumann könnte recht behalten, denn die Menschheit hat ein großes Problem. Die Weltbevölkerung wächst. 2050 werden 10 Milliarden Menschen auf unserem Planeten leben. Wie sollen sie ernährt werden? Die Fleischproduktion häufig nicht zum Wohl der Tiere.
und sie schadet dem Klima, benötigt riesige Flächen und zu viel Wasser. Die konventionelle Fischerei, sie plündert die Weltmeere. Es werden mehr Fische gefangen, als nachwachsen können. Und Getreide? Die Preise sind durch Krieg und Krisen massiv gestiegen. Neue Nahrungsquellen sind dringend gesucht. Proteinreich und nachhaltig. Hier entstehen sie. Das Labor der norwegischen Algenzüchter in Trondheim. Hier produzieren sie die Sporen für die Algenaussaat. Eine Schleuse führt in die sogenannte Brüterei. Dort lagern sie, die Mutterzellen einer neuen Algengeneration. Dr. David Aldrich hat in vielen Jahren das Wissen darüber aufgebaut, wie sich aus Sporen meterlange Pflanzen entwickeln. Im Inhalt der Kolben liegt das Kapital der Firma. Hier drin sind genügend Sporen für ein 15 Kilometer langes Seil mit Algen. Das entspricht einer Ernte von 50 bis 60 Tonnen. Algenzucht ist eine Wissenschaft für sich. David Aldrich muss den natürlichen Lebenszyklus der Pflanzen aufwendig manipulieren. Die Sporen für unsere Pflanzen stammen alle aus der freien Natur. Für unsere Zucht müssen wir aber genau steuern, wann sie sich vermehren und anfangen, sich zu kleinen Algen zu entwickeln. Um das unter Kontrolle zu bekommen, haben wir das rote Licht. Es unterdrückt die Fortpflanzung. Doch im Herbst kommt die Zeit der Aussaat. Dann setzt David Aldrich die Sporen künstlichem Frühlingslicht aus. Das löst die Befruchtung aus. Jetzt werden die Sporen auf kilometerlangen Leinen verteilt und auf der Algenfarm ins Wasser gelassen. Von der winzigen Spore zur 2 Meter langen Alge. Den Aufwand für die gesamte Prozedur möchte nicht jeder Algenbauer betreiben. Immer mehr Algenzüchter wollen die Sporen bei uns kaufen. So können sie sich ganz auf den Anbau konzentrieren und brauchen kein Labor für die Zucht. Draußen auf der Algenfarm ist die Ernte für heute beendet. Auf die frisch geschnittenen Algen wartet ein weiterer Arbeitsschritt. Die Verarbeitung in der Fabrik am nächsten Tag. Auf einen Teil der Ernte wartet man auch in Deutschland. Auch sie könnten unseren Speiseplan bereichern, sagen manche Wissenschaftler. Das Meereslabor des Leibniz-Zentrums für marine Tropenforschung in Bremen. Hier arbeitet Dr. Holger Kühnhold im Projekt Food for the Future, Nahrung für die Zukunft. Sein wichtigstes Forschungsobjekt, Quallen. Hier Nachwuchs der tropischen Mangrovenqualle. Während manche Fischarten immer seltener werden, kommen Quallen mit der Meereserwärmung sehr gut zurecht. Wenn wir uns anschauen, wie sich die Qualle momentan verbreitet, können wir davon ausgehen, dass diese Qualle durch den Klimawandel oder auch Stressoren, die wir Menschen auf die Umwelt ausüben, dass diese Qualle damit sehr wenig Probleme hat. Und wir hier wahrscheinlich eine Biomasse haben, die auch in Zeiten von Klimawandel uns erhalten bleibt. In großen Mengen. In vielen Teilen Asiens gelten Quallen seit jeher als Delikatesse. Rund 35 Arten werden als Nahrung genutzt. Der Geschmack leicht salzig, ähnlich wie Austern. Oft kommen sie als Salat auf den Tisch oder als Suppe. In Thailand besonders gefragt, Quallen am Spieß. Bei uns haben Quallen einen schlechten Ruf. Holger Kühnhold füttert sie liebevoll mit Plankton. Aber wer gerne an Nord- und Ostsee badet, weiß, manche der Nesseltiere fasst man lieber nicht an.
Sie zu essen, kommt kaum einem Europäer in den Sinn. Dabei hat Holger Kühnhold gute Argumente dafür. Zwar bestehen Quallen zum größten Teil aus Wasser, aber wenn das weg ist, bleibt eine nahrhafte Biomasse übrig. Ihr Nährwert vergleichbar mit Fisch. Nur Fisch wird knapp. Wir müssen Alternativen finden und gucken, wo kommen die Nährstoffe vor allem wirklich her. Und wenn wir uns anschauen, warum ist es gesund, Fisch zu essen, dann ist es, wird ja oft die ungesättigten Fettsäuren, die Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren werden genannt. Und diese befinden sich zum Beispiel auch in den Algen und zum Beispiel auch in den Quallen, die sich von den Algen ernähren oder die diese Algen als Symbionten in sich tragen. In welcher Form aber soll die Qualle auf unsere Teller kommen? Holger Kühnhold macht sich auch darüber Gedanken. Erster Schritt, die Qualle wird gefriergetrocknet. In einem Unterdruckbehälter verdampft das gefrorene Wasser. Aus dem Glibberwesen wird so eine kleine Menge fester Substanz. Um ihr Nährwertprofil zu untersuchen, muss Kühnhold die Trockenmasse zerkleinern. Danach bleibt eine Art Proteinpulver zurück. Aber Kühnholds Untersuchungen zeigen, in der Qualle steckt mehr drin als nur Eiweiß. Zum Beispiel winzige Algen, die als Inhaltsstoffe ebenfalls wertvoll sind. Wir haben auch die endosymbiotischen Mikroalgen und die haben auch sehr, sehr interessante Nährstoffe. Und da geht es dann zum Beispiel auch um Carotinoide, um die Lichtpigmente in den Algen und auch um Antioxidantien und um ungesättigte Fettsäuren. Und diese Mischung macht diese Qualle wirklich interessant. Interessant, aber nicht automatisch appetitanregend. Denn nicht jede und jeder wird sich für Quallenpulver begeistern. Und für das wabbelige Original sicher noch weniger. Schon leichter vorstellbar, mit einer Tüte Quallenchips vor dem Fernseher zu sitzen. Chips. Mit dieser Idee experimentiert auch Holger Kühnhold. Ein Experiment, wohlgemerkt. Denn bisher sind Quallen laut europäischer Novel Food Verordnung nicht als Lebensmittel anerkannt. Eine weitere Hürde auf dem Weg zur Nahrung der Zukunft. Aber der Quallenchip nimmt schon Formen an. Er stammt aus dem Schirm der Qualle. Denn in den Fangarmen könnten noch Nesselgifte stecken. Ja, das ist eine Qualle, die wir hier verwendet haben. Kommt man dann auch immer genau auf die Chipsgröße, je nachdem, wie groß die Quallen waren. Also das hier kommt schon dem Kartoffelchip sehr nahe. Aber wenn wir jetzt eine größere Qualle nehmen, dann sind auf jeden Fall auch größere Chips möglich. In Norwegen steht unterdessen der Sommer vor der Tür. Die Erntesaison auf der Algenfarm neigt sich dem Ende zu. Rund 3000 Tonnen Biomasse aus Algen werden pro Jahr verarbeitet. Für den Versand in alle Welt. Auch hier packen Maren und ihre Kollegen mit an. Wir sortieren Algen mit schlechter Qualität aus. Schließlich soll Nahrung daraus werden. Außerdem entfernen wir Tiere und Algen der falschen Sorte. Das hier zum Beispiel ist eine Grünalge, die muss weg. Das Team teilt sich die Fabrikhalle mit einer anderen Firma, die Krabben verarbeitet. Es ist ein Kompromiss. Die Maschinen sind nicht optimal für das Zerkleinern von Algen. Die viele Handarbeit zu aufwendig. Im Augenblick benutzen wir diesen Fleischwolf. Und wie man sieht, sind zwei Leute dazu notwendig, ihn zu betreiben. Es macht riesig Spaß, aber es ist einfach viel zu langsam, wenn wir die Produktion verfünf- oder verzehnfachen wollen. Das heißt, das Ganze muss automatisiert werden. Und dafür testen wir gerade eine Schneidemaschine und sind gerade mitten in dem Prozess, das Ganze etwas automatischer ablaufen zu lassen. Denn in diesem Jahr hat die Firma zum ersten Mal mehr Anfragen bekommen, als sie liefern kann. Sie verkauft Algen nicht nur an die Lebensmittelindustrie. Auch für Medikamente und Kosmetik sind die Inhaltsstoffe gefragt. Maren Säter und Frank Neumann stehen unter Druck. Sie müssen die Produktion mindestens verdreifachen, meinen sie. Geht's ein bisschen schneller?
Wir können im Prinzip nicht mehr mit 16 Leuten maximal 5 Tonnen pro Tag produzieren, sondern wir müssen das Ganze schneller machen. Ein Testlauf für Frank Neumanns eigens konstruierte Maschine. Der Häcksler funktioniert recht gut. Das Problem, die Algen müssen extra vorgeschnitten werden, sonst wickeln sie sich um die Schraube. Frank Neumann wird weiter daran basteln müssen. Es geht besser, als ich dachte, aber immer noch nicht gut genug. Europa ist bereit für Algen aus Norwegen. Da ist sich das Team der Farm sicher. Er ist ihr Chef. Jon Funderud hält schon Ausschau nach neuen Standorten. 8 Monate lang hat er in China studiert, wie Algenanbau funktioniert. In Norwegen sind die Bedingungen sogar noch besser, meint er, wegen der endlosen Küstenlinien und der guten Wasserqualität. Bisher waren Algen ein Nischengeschäft, aber im Augenblick wächst die Nachfrage schlagartig. Wir müssen uns jetzt vom Start-up zu einer großen Firma entwickeln. Aber es wird immer mehr Firmen wie uns geben. Denn wir wollen ja die Welt besser und gesünder machen. Das können wir nicht allein schaffen. In Berlin haben sich zwei Jungunternehmer ganz den Algen verschrieben. Denis Fijigiolu und Jakob von Manteuffel. Sie sind die größten Abnehmer der norwegischen Algenfarm. Mit ihren Startups Ocean Fruit und Better Fish wollen sie Salate und Brotaufstriche aus Algen auf den deutschen Markt bringen. Das Besondere bei denen ist ja auch, dass vor allen Dingen die Textur und der Biss so einzigartig sind. Ne? Deswegen haben wir die auch im Salat und dann müssen wir nur gucken, dass wir den Biss dann am Ende nicht verlieren. Sich mit neuen Lebensmittelmarken durchzusetzen, ein harter Kampf. Wenn es nach Fisch schmecken soll, greifen die meisten Verbraucher immer noch lieber nach dem Original. Die Meeresalge an sich, da fehlt oft der Bezug. Ich meine, gerade in Deutschland oder wenn wir uns jetzt mal ein Land wie Österreich anschauen, da ist wenig Meer oder gar kein Meer. Und daher sind auch die Pioniere vor allem in den Ländern, wo schon viel Fischereiindustrie oder Aquakultur besteht. In Deutschland hinken wir so ein bisschen hinterher. Aus Kohlrabi-Scheiben statt Kalbfleisch ein Vitello Tonato zaubern. Statt Thunfischsoße die hier entwickelte Paste auf Algenbasis mit Thunfischgeschmack. Einige Supermärkte hatten sie schon testweise in ihren Regalen. Dort wollen die Berliner dauerhaft landen. Gar nicht so einfach. Die Challenge immer ist tatsächlich, dass wir natürlich als Startup unglaublich schnell und ungeduldig sind. Und wenn wir, keine Ahnung, mit einem großen Partner sprechen, dann das am liebsten nächste Woche realisieren wollen. Aber die brauchen dann 6 Monate, ja, bis das funktioniert. Mittagspause. Gelegenheit für ein Testessen mit Zutaten, die auf Algen basieren. Herkömmlicher Fleisch- oder Fischersatz besteht meist aus Soja- oder Erbsenprotein. Aber beides stammt aus umweltschädlichen Monokulturen, meinen die Jungunternehmer. Algen seien viel nachhaltiger und als Fischersatz ideal. Es schmeckt besonders stark, wirklich wie Fisch und wie Meer. Weil wir eine Pflanze aus dem Meer nehmen, um ein Tier aus dem Meer zu ersetzen. Und ich glaube, nur wenn man das macht, hat man die gleichen Nährwertprofile wie Fisch und wie Meeresfrüchte. Und wie schmeckt's denen, die es mal kaufen sollen? Die wohl entscheidende Frage, wenn es um ein neues Lebensmittelprodukt geht. Heute im Test Thunfisch-Sandwiches, in denen kein bisschen Thunfisch steckt. Stattdessen vor allem Algen. Einfach mal reinbeißen und gucken. Man rein das, weil ich habe gerade Mittag gegessen. Genau. Das ist wahrscheinlich gar kein Fisch, sondern das ist wahrscheinlich irgendwie vegan, oder? Habe ich den Braten gerochen? Ja, ich bin sowieso im Moment wirklich gerade ein bisschen so auf den Trip, ein bisschen vom Fleisch wegzukommen. Es kommt aber bei mir ein bisschen auf den Proteingehalt drauf an. Ich weiß nicht, wie sieht's aus? So. Wer vertickt die? Das sind wir. Man hat immer Fisch im Hinterkopf und diese komischen Dinger, die da am Strand rumliegen. Ja, aber es ist lecker. Also es riecht auf jeden Fall nach Thunfisch. Okay. Den Thunfischgeschmack, den schmeckt man dann schon, aber es ist sehr ähnlich. Und es würde mir genau die Konsistenz geben, die ich gewohnt bin. So, und wenn ich dann weiß, dass ich was für die Umwelt tue und für die Tierwelt tue, dann ist das für mich ein überzeugendes Argument. Wer hier zugreift, tut es immer auch ein Stück weit aus Vernunftgründen.
Uns geht es ja um den Impact, den wir haben, wenn wir eben Druck aus der Landwirtschaft rausnehmen und einen Teil unserer Lebensmittelproduktion eigentlich in die Meere verlagern, aber eben auch ohne die Fische zu fangen, sondern eben das Pflanzenreich im Meer nutzen. Und das ist die Vision. Und man merkt ja auch, dass die Leute immer schneller ihre Ernährung wandeln. Also vor 30 Jahren hat man hier auch nicht so viele Avocados gegessen wie heute. Und wir glauben, dass schon in 5 Jahren die Meeresalge so alltäglich sein kann wie heute Avocados oder Bananen oder solche Produkte. Nur dann eben mit einem positiven Impact. Was werden wir in Zukunft essen? Wächst hier die neue Nahrung aus dem Meer? An der ligurischen Küste Italiens sind Visionäre am Werk. Einer von ihnen, Luca Gamberini. 2012 kam er auf die Idee, Gemüse und Kräuter unter Wasser anzubauen. In transparenten Kuppeln, sogenannten Biosphären. Auf den ersten Blick ein seltsamer Gedanke. Aber Luca Gamberini hat gute Argumente für seinen Unterwassergarten. Im Meer stecken riesige Mengen an Wärmeenergie, die nichts kostet. Die nutzen wir für unsere Pflanzen. Im Winter speichert der Ozean Wärme, während die Lufttemperatur dramatisch absinkt. Im Sommer ist es umgekehrt. Hier in Italien zum Beispiel herrscht an Land brütende Hitze. Das Meer wird auch etwas wärmer, aber in Maßen. Die Pflanzen können das gut aushalten. Diese Eigenschaft des Meeres nutzen wir, um die Temperatur in unseren Biosphären stabil zu halten, ähnlich wie in einem Gewächshaus. Ohne Tauchausrüstung geht es nicht, wenn Luca Gamberini in seinem Garten nach dem Rechten schauen will. Heute begleitet ihn ein Kollege, der sich täglich um die Pflanzen kümmert. Der Biologe Emilio Manusco. Auch er ein versierter Taucher. Ihr Ziel liegt nicht weit vom Strand entfernt, in 8 Metern Tiefe. Ihr großes Experiment, Nemos Garden. 9 Gewächshäuser, fest verankert am Meeresboden. Gamberini entfernt ein paar Muscheln, die sich am Plexiglas festgesetzt haben. Dann geht es hinein. Im Innern eine Luftblase. Die Maske kann runter. Sehr praktisch, Gamberini muss seine Pflanzen nicht gießen. Das Meer ringsum ist ziemlich warm und lässt das Wasser hier an der Oberfläche verdunsten. Hier, inside. It evaporates and it becomes fresh water. Dadurch wird es zu Süßwasser. We collect it inside our Wir sammeln es hier drin. Und dann pumpen wir es durch diese Leitungen zu den Töpfen mit den Pflanzen. Coming down to all the different seed stations. Auch Licht bekommen die Pflanzen ausreichend. Hier unten kommen noch rund 70% des Sonnenlichts an. Schädlinge gibt es keine, Pestizide sind unnötig. Mit 150 verschiedenen Pflanzen haben sie schon experimentiert. Wir haben Oregano, Thymian, Melisse. Und hier probieren wir gerade etwas Neues. Das sind Microgreens, junge Keimpflanzen, ein Superfood. Am Strand die Überwachungsstation für Nemos Garden. Hier hat Federico Giunto sämtliche Daten aus den Gewächshäusern im Blick. Luftfeuchtigkeit, Sauerstoffgehalt, Temperatur. Für die Messgeräte im Meer ist Biologe Emilio Manusco zuständig. Wie es den Pflanzen geht, kann man per Livestream sogar weltweit verfolgen. Die Biosphären sind vollgestopft mit Technik. Der Strom dafür stammt von Sonnenkollektoren. Das Konzept ist auf der Welt einzigartig. Es gibt kein Vorbild. Daher muss das Team alle Probleme selbst lösen. Und die sind zahlreich.
Die Biosphären sind ja nichts anderes als Häuser unter Wasser. Dort unten gibt es viele Herausforderungen. Das Salzwasser sorgt für Korrosion. Das Arbeiten unter Wasser ist schwierig. Wer dort im Einsatz ist, muss ein Alleskönner sein, ein Vollprofi. Die Unterwassergärtner wissen, es wird eine Weile dauern, bis ihr Konzept Nachahmer findet. Wer so gärtnern will, muss auch tauchen können. Aufwand und Kosten sind hoch. Die Kuppeln müssen regelmäßig gereinigt werden. Und welche Auswirkungen solche Gewächshäuser auf das Ökosystem am Meeresgrund haben, ist noch nicht erforscht. Aber Nemos Garten hat seine Vorzüge. Hitzewellen oder Insektenplagen können der Ernte nichts anhaben. Und die Pflanzen gedeihen prächtig. Hier unten streben sie mit aller Macht zum Sonnenlicht. Welch ein Basilikum! Auch mit Tomaten und Zucchini hat es schon ganz gut geklappt. Doch wo auf unserem Globus könnten die Biosphären sich lohnen? Luca Gamberini glaubt, vor allem dort, wo Obst und Gemüse bisher kaum gedeihen. Ich denke vor allem an Weltregionen, in denen es wenig fruchtbares Land gibt. Oder solche mit extremen Temperaturunterschieden zwischen Tag und Nacht. Auch sehr trockene Gegenden, wo kaum etwas wächst. Selbst ein Staat wie die Malediven muss alles importieren. Sie bauen fast nichts selber an. Für solche Länder, die viel Meeresküste besitzen, könnte unser System eine Lösung sein. Und die Ernte? Jedes Mal zum Staunen, meint Gamberini. Die Blätter sind wunderbar kräftig, wie man sieht. Und der Duft? Unglaublich stark. Einfach fantastisch. Die Unterwassergärtner hoffen, dass ihre Begeisterung ansteckend wirkt. Mit, 2000 Kilometer weiter nördlich. Im Trondheimfjord suchen Maren Säter und Frank Neumann nach neuen Algensorten. Ist diese wilde Art essbar? Die heißt Sauertang, richtig? Und zum Knabbern geeignet? Unsere schmecken besser. Oh, das ist besser. Und deshalb gibt's als Snack keinen Schokoriegel, sondern einen Brotaufstrich mit norwegischer Braunalge. Schade, dass wir heute keinen Frischkäse dabei haben. Aus Sicht der beiden ist es eine reine Gewohnheitsfrage, ob man Algen als Bestandteil des normalen Speisezettels akzeptiert oder nicht. Ich jedenfalls hoffe, dass es in Europa bald ganz alltäglich sein wird, Algen zu essen. Sie sind einfach ein gutes, nachhaltig gewonnenes Nahrungsmittel und bieten so viele Möglichkeiten. Neue Nahrung aus dem Meer. Auf jeden Fall eine Zutat für eine nachhaltigere Zukunft.